Du bist interessiert an deinem Studium an der Universität Leipzig, weißt aber noch nicht genau, welcher Studiengang der richtige ist? Hier zeige ich dir, wie du in wenigen Schritten alle nötigen Informationen zu dem Studiengang bekommst, der dich interessiert. Hier siehst du einige Filter, die bei der Studiengangauswahl helfen können. Zunächst kannst du nach Art des Abschlusses filtern, wie zum Beispiel Bachelor of Arts. Dann ist die Richtung des Studiums wichtig, die du hier auswählen kannst, wie beispielsweise Sport. Auch die Zulassungsbeschränkung eines Studiengangs kann wichtig sein. Hier kannst du die Art der Zulassungsbeschränkung auswählen. Hast du alle Filter ausgewählt, von denen du denkst, dass sie dir die Suche erleichtern? Klicke nun auf Filtern. Jetzt wird dir hier der passende Studiengang angezeigt. Alternativ ist es auch möglich, in diesem Feld einen Suchbegriff einzugeben. Auf dieser Seite siehst du jetzt den Beispielstudiengang Sportwissenschaft als Bachelor. Hier erhältst du zunächst alle für dich relevanten Informationen auf einen Blick, sowie Ansprechpartner und Ansprechpartnerin, an die du dich wenden kannst, wenn du Fragen hast. Ebenso kannst du dir Erfahrungsberichte von Studierenden im Video anschauen. Die Zugangsvoraussetzungen findest du hier. Du musst also nicht nur den NC schaffen, du brauchst auch Sprachkenntnisse in Englisch und musst die Eignungsfeststellungsprüfung erfolgreich bestehen. Um dich für diese Prüfung anzumelden, klickst du auf diesen Link. Dieser leitet dich auf die Fakultätsseite weiter, wo du alles weitere zur Eignungsprüfung findest. Hast du die Eignungsprüfung erfolgreich gemeistert? Kannst du dich auch schon für den Studienplatz bewerben? Über diesen Link erfährst du alles Wichtige zur Online-Bewerbung. Weiter unten auf der Seite siehst du weitere Erfahrungsberichte und einen Beispielstundenplan. Einen ersten Eindruck von der Fakultät und dem Studiengang erhältst du, wenn du dir die Fotos in der Bildergalerie anschaust. Ich hoffe, dieser Überblick hilft dir, die Informationen zu finden, die für dich und deinen zukünftigen Studienweg wichtig sind. Sollten noch Fragen ungeklärt sein, schreib sie gerne in die Kommentare.